Hallo ihr Lieben, ich war gestern bei DM mal wieder einkaufen und dachte mir, ich mache da gleich so einen kleinen DM-Haul draus. Das ist meine Einkaufstasche und ja, ich habe einige Sachen nachgekauft, die mir ausgegangen sind und auch ja, ein paar Produkte, die ich sonst so gebraucht habe. Also, zum einen habe ich mir von Schwarzkopf das Got2b den Hitzeschutz nachgekauft. Den verwende ich jeden Tag. Das ist mein liebster Hitzeschutz. Und ja, der ist so gut wie leer. Deshalb musste ein Ersatz her. Dann sind Pflaster ausgegangen. Da habe ich die ganz normalen von Hansaplast gekauft, die man mit der Schere selbst abschneiden kann. Außerdem eine Handseife von Dove. Dann die Zahncreme ist auch so gut wie leer, deswegen habe ich hier diese hier wieder nachgekauft von Sensodyne. Dann einen Pflegestift von Be Natural. Das ist der hier, der rote. Der ist auch richtig gut, den verwende ich immer. Den habe ich mir, glaube ich, schon, weiß nicht, gefühlt 10 Mal nachgekauft, glaube ich. Der ist vom Geschmack und vom Duft her richtig gut. Ja, dann brauchte ich auch mal wieder Strumpfhosen hier von Nur Die und zwar seidenfein in Schwarz. Da habe ich mir gleich 2 Packungen mitgenommen. Da habe ich nämlich auch keine mehr, zumindest keine neue. Dann meine Mascara, die mir auch schon vor einiger Zeit ausgegangen ist. Ich habe sie nur jedes Mal wieder vergessen. Das ist die Clement Doll in Wasserfest von Catrice. Die nehme ich auch überwiegend her. Dann auch ganz wichtig, 2 Haarsprays von Taft. Das sind die 2, die ich auch immer verwende, also täglich, sage ich jetzt mal, wenn ich mir die Haare mache. Und zwar einmal das normale Haarspray in der höchsten Stufe Nummer 5 für guten Halt und den Haarlack. Und je nachdem, was ich jetzt für Frisur mache, nehme ich entweder das normale Haarspray oder den Haarlack, damit das auch besser hält. Jetzt im Moment habe ich nur das. Dieses hier, das Lila da drin, also nur das Spray. Aber wenn es jetzt draußen stürmisch ist oder die Frisur eben besser halten soll, gebe ich das hier drauf oder auch noch oben drüber ein bisschen, dass es ein bisschen ja, stärker hält. Dann Kölnflocken sind mir auch ausgegangen. Habe ich auch die ganz normalen hier. Ja, genau, die kernigen. Dann habe ich für die Badewanne Badesalz mitgenommen und zwar 3 verschiedene. Die habe ich alle noch nicht getestet. Es ist einmal von Kneipp, Barfuß im Gras. Da konnte man nicht dran riechen und deshalb bin ich gespannt, wie die hier duften. Dann von Dresdner Essenz. Das ist eher was für den Winter, aber bevor es das nicht mehr gibt, habe ich das schon mal mitgenommen. Und etwas Schönes für den Sommer, und zwar Buttermilch-Zitrone von Tätisept. Genau, die 3 möchte ich einfach mal ausprobieren. Dann brauchte ich unbedingt wieder Rasierer bzw. Rasierköpfe. Da habe ich gestern schon einen entnommen. Und zwar von Gillette Venus. Da nehme ich immer die rosa, nenne ich für die am besten. Die gibt es ja auch in Gelb und in Hellblau, glaube ich. Ich hatte auch schon die hellblauen und die gelben, aber ich komme mit denen irgendwie nicht so zurecht. Also ich finde die rosaroten am besten, die sind immer geschmeidig, dank dieser Beschichtung oben. Ja, also die nehme ich schon gefühlt seit 10 Jahren oder wenn nicht sogar noch länger. Und zwar immer nur die. Dann eine Nagelbürste, ganz normal. Die andere hatte ich nämlich auch vor kurzem weggeworfen und die habe ich auch schon mehrmals jetzt vergessen. Ja, und zu guter Letzt noch mein Lieblingsparfum von Betty Barclay. Das hellblaue Number 2, ja, Nummer 2 ist das, als Eau de Toilette, genau. Da gibt es ja auch das Eau de Parfum. Aber ich finde, das Eau de Toilette riecht irgendwie, ja, wenn es verflogen ist, wenn es eingezogen ist in die Haut, besser. Deshalb nehme ich auch immer das Eau de Toilette. Und das ist mein allerliebstes Parfüm, ich sage Drogerie-Parfüm oder wie man es nennen mag. Ja, das
verwende ich fast täglich. Ansonsten habe ich noch vier weitere Lieblingsparfums wie von Jean Paul Gaultier oder Versace, das Bright Crystal. Ja, aber das hier ist mein liebstes Parfum, das muss ich immer da haben. Und ja, mein altes geht eben, ja, ist fast leer und deshalb habe ich das jetzt wieder nachgekauft. Ich hoffe, das wird nie aus dem Sortiment genommen, weil das ist wirklich, das verwende ich schon seit 15 Jahren oder länger. Das war auch eines meiner ersten Parfums, die ich als Teenager bekommen habe. Ja, und so groß war der Einkauf jetzt gar nicht. Aber ich dachte mir, ich mache mal so einen kleinen DM-Haul, wenn ich schon ja, beim Einkaufen war. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns bald wieder.